Unit 14, Tape 1. Eine Reise mit dem Zug. Basic Sentences. Dialogue for Learning, Part 1. Gestern Abend. Der Zug. Die Züge. Begleiten. Begleitete. Hat begleitet. Sie haben doch gestern Abend Herrn Allen zum Zug begleitet. Sie haben doch gestern Abend Herrn Allen zum Zug begleitet. Klappen. Klappte. Hat geklappt. Hat alles gut geklappt? Hat alles gut geklappt? Einiges. Schief. Schief gehen. Ja, so ziemlich, aber einiges ging doch schief. Ja, so ziemlich, aber einiges ging doch schief. Wieso? Wieso denn? Wieso denn? Nachdem die Fahrkarten löste, hat gelöst. Die Gepäckaufgabe. Er kam gestern Nachmittag zu mir, nachdem er seine Fahrkarte gelöst und seine 4 Koffer zur Gepäckaufgabe gebracht hatte. Und seine 4 Koffer zur Gepäckaufgabe gebracht hatte. Damit. Erledigen. Erledigte. Hat erledigt. Na, damit war doch schon das meiste erledigt. Na, damit war doch schon das meiste erledigt. Denken Sie. Einfallen. Fiel ein. Ist eingefallen. Als er bei mir war, fiel ihm ein, dass bei diesen 4 Koffern einer zu viel gewesen war. Als er bei mir war, fiel ihm ein, dass bei diesen 4 Koffern einer zu viel gewesen war. Das Abteil. Die Abteile. Er hatte vergessen, dass er ihn mit ins Abteil hatte nehmen wollen. Er hatte vergessen, dass er ihn mit ins Abteil hatte nehmen wollen. Vor. Die Abfahrt. Die Abfahrten. Vor Abfahrt des Zuges. Herausbekommen. Bekam heraus. Hat herausbekommen. Hat er diesen Koffer noch vor Abfahrt des Zuges herausbekommen? Hat er diesen Koffer noch vor Abfahrt des Zuges herausbekommen? Das schon.
Das schon. Zum Glück. Der Gepäckträger. Die Gepäckträger. Zum Glück stand auch gerade ein Gepäckträger da, der ihn gleich ins Abteil brachte. Zum Glück stand auch gerade ein Gepäckträger da, der ihn gleich ins Abteil brachte. Einlaufen. Lief ein. Ist eingelaufen. Also, war der Zug inzwischen schon eingelaufen? Also, war der Zug inzwischen schon eingelaufen? Richtig. Die Lektüre. Richtig, aber nun konnte der arme Alan keine Reiselektüre mehr kaufen. Richtig, aber nun konnte der arme Alan keine Reiselektüre mehr kaufen. Ehe. Na, konnten Sie ihm nicht noch schnell ein paar Zeitungen holen, ehe der Zug abfuhr? Na, konnten Sie ihm nicht noch schnell ein paar Zeitungen holen, ehe der Zug abfuhr? Das tat ich. Das tat ich. Rennen, rannte, ist gerannt, der Kiosk, die Kioske, doch, ich rannte zum Kiosk, doch als ich zurückkam, war der Zug schon abgefahren. Ich rannte zum Kiosk, doch als ich zurückkam, war der Zug schon abgefahren. Part 2. Im Hotel. Telegrafisch. Das Einzelzimmer. Die Einzelzimmer. Das Bad. Die Bäder. Ich habe telegrafisch ein Einzelzimmer mit Bad bestellt. Ich habe telegrafisch ein Einzelzimmer mit Bad bestellt. Darf ich um Ihren Namen bitten? Darf ich um Ihren Namen bitten? Alan. Alan. Die Bestellung, die Bestellungen, vorliegen, lag vor, hat vorgelegen. Ja, Herr Irn, Ihre Bestellung liegt vor. Ja, Herr Irn, Ihre Bestellung liegt vor. Reservieren. Reservierte. Hat reserviert. Wir haben für Sie Zimmer 252 im zweiten Stock reserviert. Wir haben für Sie Zimmer 252 im zweiten Stock reserviert. Nachkommen. Kam nach. Ist nachgekommen. Sie kommt nach. Meine Frau kommt in 3 Tagen nach. Meine Frau kommt in 3 Tagen nach.
Das Doppelzimmer. Die Doppelzimmer. Sich reservieren lassen. Möglichst. Nach der Straße zu. Ich möchte mir gleich jetzt ein Doppelzimmer reservieren lassen. Möglichst nicht nach der Straße zu. Ich möchte mir gleich jetzt ein Doppelzimmer reservieren lassen. Möglichst nicht nach der Straße zu. Nachsehen. Sah nach. Hat nachgesehen. Einen Moment, ich werde gleich mal nachsehen. Einen Moment, ich werde gleich mal nachsehen. Frei. Wir haben ein schönes, ruhiges Zimmer mit Bad im vierten Stock frei. Wir haben ein schönes, ruhiges Zimmer mit Bad im vierten Stock frei. Was kostet es? Was kostet es? Zuzüglich. Das Prozent. Die Prozente. Die Bedienung. 40 Mark zuzüglich 15% für Bedienung. Gut, bitte reservieren Sie das Zimmer für uns. Gut, bitte reservieren Sie das Zimmer für uns. Würden. Der Meldeschein. Die Meldescheine. Würden Sie bitte diesen Meldeschein ausfüllen? Würden Sie bitte diesen Meldeschein ausfüllen? Der Reisepass. Die Reisepässe. Und darf ich auch um Ihren Reisepass bitten? Und darf ich auch um Ihren Reisepass bitten? Beabsichtigen. Beabsichtigte. Hat beabsichtigt. Wie lange beabsichtigen Sie zu bleiben? Wie lange beabsichtigen Sie zu bleiben? Insgesamt. Bis zu. Insgesamt 14 Tage, also bis zum 21. Insgesamt 14 Tage, also bis zum 21. Wünschen. Wünschte. Hat gewünscht. Sie wünschen dann das Doppelzimmer vom 10. bis zum 21. Sie wünschen dann das Doppelzimmer vom 10. bis zum 21. Jawohl. Der Scheck. Die Schecks. Der Reisescheck.
Die Reisechecks. Jawohl, kann ich mit Reisechecks bezahlen? Jawohl, kann ich mit Reisechecks bezahlen? Selbstverständlich. 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 Das ist Ihr Gepäck, nicht wahr? Das ist Ihr Gepäck, nicht wahr? Ja. Ja. Der Page. Des Pagen. Die Pagen. Auf das Zimmer. Der Page wird es gleich auf Ihr Zimmer bringen. Der Page wird es gleich auf Ihr Zimmer bringen. Part 3. Das Zimmermädchen. Die Zimmermädchen. Nach jemandem klingeln. Herr Allen klingelt nach dem Zimmermädchen. Herr Allen klingelt nach dem Zimmermädchen. Aufbügeln. Bügelte auf. Hat aufgebügelt. Würden Sie bitte diese beiden Anzüge aufbügeln lassen? Würden Sie bitte diese beiden Anzüge aufbügeln lassen? Putzen. Putzte. Hat geputzt. Und wo bekommt man hier die Schuhe geputzt? Und wo bekommt man hier die Schuhe geputzt? Stellen Sie sie bitte heute Abend vor Ihre Zimmertür. Stellen Sie sie bitte heute Abend vor Ihre Zimmertür. Können Sie mir übrigens sagen, ob man durch das Hotel Theaterkarten bekommen kann? Können Sie mir übrigens sagen, ob man durch das Hotel Theaterkarten bekommen kann? Der Empfangschef. Die Empfangschefs. Die Verbindung. Die Verbindungen. Sich mit jemandem in Verbindung setzen. Setzen Sie sich bitte mit dem Empfangschef in Verbindung. Setzen Sie sich bitte mit dem Empfangschef in Verbindung. Er wird Ihnen sicher Auskunft geben können. Er wird Ihnen sicher Auskunft geben können. Part 4. Herr L. nimmt den Hörer ab. Herr L. nimmt den Hörer ab. Die Zentrale. Die Zentrale meldet sich. Die Zentrale meldet sich. Verbinden Sie mich bitte mit dem Empfangschef. Verbinden Sie mich bitte mit dem Empfangschef. Die Anmeldung. Behilflich sein. Anmeldung. Kann ich Ihnen behilflich sein? Anmeldung. Kann ich Ihnen behilflich sein?
Hier, Alan, Zimmer 252. Hier, Alan, Zimmer 252. Das Opernhaus. Die Opernhäuser. Spielen. Spielte. Hat gespielt. Es wird gespielt. Wissen Sie zufällig, was heute Abend im Opernhaus gespielt wird? Wissen Sie zufällig, was heute Abend im Opernhaus gespielt wird? Der Zauber. Die Flöte. Die Flöten. Im Deutschen Opernhaus gibt es die Zauberflöte. Im Deutschen Opernhaus gibt es die Zauberflöte. Versuchen. Versuchte. Hat versucht. Das Parkett. Gut. Versuchen Sie doch bitte, eine Karte zu bekommen, möglichst im Parkett. Gut, versuchen Sie doch bitte, eine Karte zu bekommen, möglichst im Parkett. Sofort. Der Bescheid. Bescheid haben. Ja, gern. Ich rufe Sie sofort an, wenn ich Bescheid habe. Ja, gern. Ich rufe Sie sofort an, wenn ich Bescheid habe. Dialogue for Fluency, Part 1. Sie haben doch gestern Abend Herrn Allen zum Zug begleitet. Sie haben doch gestern Abend Herrn Allen zum Zug begleitet. Hat alles gut geklappt? Hat alles gut geklappt? Ja, so ziemlich, aber einiges ging doch schief. Ja, so ziemlich, aber einiges ging doch schief. Wieso denn? Wieso denn? Er kam gestern Nachmittag zu mir, nachdem er seine Fahrkarte gelöst und seine 4 Koffer zur Gepäckaufgabe gebracht hatte. Er kam gestern Nachmittag zu mir, nachdem er seine Fahrkarte gelöst und seine 4 Koffer zur Gepäckaufgabe gebracht hatte. Na, damit war doch schon das meiste erledigt. Na, damit war doch schon das meiste erledigt. Denken Sie. Denken Sie, als er bei mir war, fiel ihm ein, dass bei diesen 4 Koffern einer zu viel gewesen war. Als er bei mir war, fiel ihm ein, dass bei diesen 4 Koffern einer zu viel gewesen war. Er hatte vergessen, dass er ihn mit ins Abteil hatte nehmen wollen. Er hatte vergessen, dass er ihn mit ins Abteil hatte nehmen wollen. Hat er diesen Koffer noch vor Abfahrt des Zuges herausbekommen?
Hat er diesen Koffer noch vor Abfahrt des Zuges herausbekommen? Das schon. Zum Glück stand auch gerade ein Gepäckträger da, der ihn gleich ins Abteil brachte. Also, war der Zug inzwischen schon eingelaufen? Richtig, aber nun konnte der arme Alan keine Reiselektüre mehr kaufen. Na, konnten Sie ihm nicht noch schnell ein paar Zeitungen holen, ehe der Zug abfuhr? Das tat ich. Ich rannte zum Kiosk, doch als ich zurückkam, war der Zug schon abgefahren. Two. Im Hotel. Ich habe telegrafisch ein Einzelzimmer mit Bad bestellt. Darf ich um Ihren Namen bitten? Alan. Ja, Herr Alan, Ihre Bestellung liegt vor. Wir haben für Sie Zimmer 252 im zweiten Stock reserviert. Meine Frau kommt in 3 Tagen nach. Ich möchte mir gleich jetzt ein Doppelzimmer reservieren lassen, möglichst nicht nach der Straße zu. Einen Moment, ich werde gleich mal nachsehen. Wir haben ein schönes, ruhiges Zimmer mit Bad im 4. Stock frei. Was kostet es? 40 Mark. Zuzüglich 15% für Bedienung. 40 Mark zuzüglich 15% für Bedienung. Gut, bitte reservieren Sie das Zimmer für uns.
Bitte reservieren Sie das Zimmer für uns. Würden Sie bitte diesen Meldeschein ausfüllen? Würden Sie bitte diesen Meldeschein ausfüllen? Und darf ich auch um Ihren Reisepass bitten? Und darf ich auch um Ihren Reisepass bitten? Wie lange beabsichtigen Sie zu bleiben? Wie lange beabsichtigen Sie zu bleiben? Insgesamt 14 Tage, also bis zum 21. Insgesamt 14 Tage, also bis zum 21. End of Tape 1, Unit 14, FSI German Basic Course.